Oder sehe ich das falsch? Nee, funktioniert. Okay. Ich dachte, der muss grün leuchten. Facehugger! Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Vielleicht der letzte, wer weiß, ich sag nichts dazu. Ich muss nur ein bisschen leiser machen, ey, ist echt mega laut gerade gewesen. Ein Moment, ich glaube, so ist gut, okay. Wir haben fast keine Leben mehr. Oh oh. Und für ein Medikit haben wir leider auch nichts. Dafür haben wir jetzt noch Flammenwerfer und alles andere. Ne, die lassen wir mal am Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Bock, mal abzuspeichern erstmal. Ich glaube, jetzt sind nämlich jeder Meter. Schauen wir mal, wo wir hin müssen als nächstes. Stellen Sie den Strom zum Solomons Habitat Transit wieder her. Gut. Da komme ich auch nicht hin. Ja. Die Frage ist natürlich, wie lange lässt das Alien auf sich warten? Bis das hier wieder runterkommt. Oh. Okay. Gut. Also nicht besonders lange. Okay. Shit. Ich sollte keinen Krach machen. Wir sind doch in Aufzug gestiegen, ne? Ja, das ist uns natürlich nachgelaufen. Beziehungsweise ich kann ihn schon umlegen. Ich muss mich nur gerade danach verstecken. Die Frage ist natürlich auch wo. Genau. Das meine ich nämlich. Vielleicht sieht mich das hier hinten nicht in der Ecke. Halt, halt, halt. Okay. Nein, verdammt. Okay, vielleicht packe ich gerade den Flammenwerfer aus und verscheucht das Vieh wieder. Oder wir lassen den mal ganz in Ruhe, ist vielleicht besser. Der scheint uns ja nicht so einfach zu erkennen oder zu sehen. Die Frage ist, wo stelle ich hier den Strom wieder her? Ich glaube, den sollen wir gar nicht töten. Scheiße, der hat uns gesehen. Wo ist denn der? Wo könnte ich mich denn hier verstecken, bitte? Hier gibt es aber auch keinen Platz. Kuckuck. Guck mal hier, vielleicht komme ich hier in die Tür rein. Gibt es hier irgendwelche Räume? Nicht wirklich, ne? Komme ich hier rein? Ja. Der geht in die Richtung, also los. Go, 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 go. Der muss nur einen Schuss machen und ich bin tot. Als ob der das nicht hört. Nein. Ich kann mich hier nicht verstecken. Von das Alien kommt ja dann auch hierher. Och Mann. Nee. Ich versteck mich. Ganz toll. Ich kann den nicht umlegen. Wenn ich den umlege, kommt das Alien. Ich glaube, der hat mich gar nicht gesehen. Kann das sein? Der hat mich auch nicht gesehen. Hat der wirklich nicht? Cool. Okay. Okay, noch eine Komponente brauche ich für Medikit. Und zwar brauchen wir Komponente B. Das sollte reichen, dass das Alien vielleicht ihn angreift. Vom Krach her. Es kommt. Komm schon. Oh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu uns. Weg, 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 weg. Okay, jetzt schnell benutzen.
1851, den mal merken. 1851, okay, 1851. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht durch. Komponente B. Die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss eine Kreatur eindringen. Wo lang? Wo lang? Ich brauche eine Tür oder irgend sowas. Hieß der Code. Warte, was war denn? Den Strom muss ich wieder anstellen. Okay, ist das wieder unten. Ah, ich weiß aber auch nicht, wo ich lang muss. Muss ich wieder runter? Das glaube ich fast nicht. Oh oh. Ui, hier kann man sich verstecken, okay. Ich frage mich, ob das gut sieht im Dunkeln. Okay. Ist das laut, das Ding herzustellen? Ich glaube nicht, das hört er gar nicht. Wir haben nicht mehr genug Flammenwerferöl, um das Ding zu verscheuchen. Das reicht nicht. Wo muss ich denn am besten lang? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hier, das ist der Aufzug, mit dem wir gekommen sind. Ich glaube, wir müssen hier rein, fast. Shit. Wie war der Code? 1851. Ich hoffe, das war der Code. Okay, es ist schon mal weg. Wir haben wieder Leben. 1851. Ich glaube, ich speichere am besten mal ab. Doch, doch, sicher am besten. So. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ja, da ist eine Tür, aber... Die ist ja verriegelt. Strom wiederherstellen. Ja, den Strom müssen wir wiederherstellen, das ist mir klar. Okay, ich gehe jetzt nochmal in den Raum rein. Vielleicht habe ich was übersehen. Da wäre auch noch eine Tür. Vielleicht ist dafür der Code. Das kann sein. Da muss man Code eingeben. Oh, das kenne ich noch. Ich hoffe, dass... Ja gut, der Strom ist ja eh nicht eingeschaltet. Ich dachte, ich müsste jetzt meine Waffen alle hier lassen. 1851. Ey, das haben die extra so gemacht, dass man sich hier nirgends verstecken kann. Speichern. Go, go, go. Komme ich auch nicht drunter. Ja, jetzt müssen wir in den Raum rein. Oh. Ich wette mit euch, der Alarm geht jetzt hier an, wenn ich hier durchlaufe. Ah, nee, ich dachte jetzt. Ich wette aber, wenn ich mit Waffen da durchgelaufen wäre, wäre der Alarm angegangen. Da drin hat sogar Schränke zum Verstecken. Die Tür ist aber noch zu. Oder sehe ich das falsch? Nee, funktioniert. Okay.
Ich dachte, der muss grün leuchten. Facehugger! Okay, wir haben ja abgespeichert. Das Problem ist jetzt aber, ich mache ja Krach, wenn ich das Ding kill. Also Strom ist eingeschaltet. Ich nehme den Flammenwerfer. Da habe ich am meisten Chancen, dass es vielleicht nicht ganz so laut ist. Kann ich auch normal laufen oder hört mich das Alien? Also, den killen. Warte, ich speichere erstmal hier ab nochmal. So, dann killen wir den jetzt. Und verstecken. Wo? Okay, er hat mich gehört. Er steht genau an der Tür da vorne. Will aber nicht reinkommen, gell? Ich hätte die Munition nicht verschwenden sollen. Okay, das Alien wäre 100 pro mindestens einmal gekommen, wo ich den Marine killer. Das ist einfach so, das wäre gekommen. Ist das jetzt hier drin oder dran vorbeigelaufen? Das ist vorbeigelaufen. Ja. Jetzt warten wir noch kurz, bis das hochgeht wieder. Wir haben Flammenwerferöl. Nice. Ja. Okay, jetzt bereue ich es gerade, dass ich das, was ich schon hatte, verbraucht habe. Es hat mich gesehen. Oder es läuft zumindest da. Das ist relativ schnell hierher gelaufen gerade. Scheiße. Das Problem ist, ich höre von hier auch nicht. Wenn es hochgeht. Ich höre das nicht. Oh, wir können noch eins herstellen. Ich bleibe am Boden. Die Tür ist gerade aufgegangen. Was muss ich überhaupt hier dran machen? Den Strom zum Transit wiederherstellen. Ich würde gerne darüber auf die andere Seite. Ich muss auf das Ding hier zugreifen. Jetzt. Go, go, go. Gehen Sie über den, okay, Habitatbereich in den Raumfrachtterminal. In das Raumfrachtterminal, okay. Okay, hinten ist das. Ich muss warten, bis das Alien weg ist. Ich kann nicht einfach. Das ist das Problem. Wo ist denn das jetzt gerade? Hau ab! Das ist genau vor uns. Das hat sich irgendwie sehr wütend angehört. Hä? Das ist doch jetzt hochgegangen, aber. Ich riskiere es trotzdem. Ich tue speichern einfach. So. Das hört sich sonst anders an, wenn es hochgeht. Das schreit dann nicht so. Ich drücke auch noch Nein. Darf ich bitte nochmal?
Mach. Oh, ich muss das Ding rufen und da muss ich auch noch warten. Oh, jetzt muss ich auch noch warten. Jetzt muss ich auch noch warten, bis das kommt. Ich bewege mich einfach gar nicht. Also dieses Mal ist es wirklich eine etwas ruhigere Folge im Vergleich zu der letzten, wo ich einfach wirklich vollkommen durchgedreht bin. Okay. Go, 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 go. Geh auf. Geh auf. Geschafft. Yes. Okay, ich glaube, ich werde, einen Moment, jetzt muss ich mal schnell gucken, wie weit wir gekommen sind. Jetzt geht so die Tür auf und das Alien steht da, das wäre jetzt einfach das Krasseste. Okay. Das sieht genau gleich aus hier einfach. Das sieht ja mal genau gleich aus. Wo muss ich hin? Ah, in den Aufzug. Oh, Lati Waldfee. Das hat jetzt gerade richtig. Also gut, einfach ohne Brennen, aber der Raum hat jetzt mal genau gleich ausgesehen. Was geht denn hier ab? Als ob ich jetzt einen anderen Weg finden muss. Irgendwo muss man doch hier speichern können, oder? Okay, gut, Leute. Ich tue an der Stelle jetzt den Part auch schon beenden. Wie gesagt, dieser Part wird leider ein bisschen kürzer. Dafür sind die letzten zwei ja wirklich lang gewesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder viel mal auch an dieser Stelle nochmal für das mega positive Feedback. Die letzten Videos haben echt gute Likes bekommen von euch und auch Kommentare. Und von dem her würde ich mich auch wieder mega natürlich bei dem Video freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil dabei und haltet die Ohren steif. Euer Nier, schönen Abend noch. Ciao.